Hallo und herzlich willkommen bei meinem nächsten Video. Vorerst wünsche ich euch allen ein wundervolles neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht. Für die einen oder anderen wird jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt anfangen. Das meine ich natürlich auf die Transition bezogen. Oder vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, auf die ich heute hinweisen möchte. Und vor allem möchte ich heute verschiedene Fragen mit auf den Weg geben, die die ganze Transition und Transsexualität nochmal hinterfragen sollen. Auch möchte ich vielleicht Sätze mit auf den Weg geben, die mehr Klarheit schaffen, die dann nochmal zum Hinterfragen anregen, was ich persönlich ziemlich wichtig finde in dieser ganzen Thematik. Wie gesagt, schon in anderen Videos habe ich das gesagt, ich möchte niemanden von diesem Weg abbringen. Vielmehr ist es mir ein Anliegen, einfach zum Nachdenken anzuregen, vor allem auch zum Hinterfragen anzuregen. Vielleicht auch mal ganz kurz, sollte man sich einen Überblick verschaffen, was man eigentlich da tut, wenn man eine Transition vollzieht. Es ist doch so, dass man Hormone einnimmt, die den Körper verändern, weil man denkt, man ist im falschen Körper. Man denkt auch, dass man dann einen Körper erschafft, der wieder zu einem Ideal passt. Was macht man da? Also ist es nicht wieder eine Art Anpassen? Weil man sich ja zum Beispiel als Frau oder als Mann in dem Körper nicht richtig fühlt. Denkt man, dass man dann den falschen Körper hat? Ja. Weil man das Gefühl hat, man passt da nicht rein. Dann ist aber doch mal die Frage, wo passt man denn eigentlich nicht rein? Passt man wirklich nicht in den Körper rein? Oder passt man nicht zu dem Ideal, zu der Vorstellung, die andere von einem gewissen, von einem gewissen Schublade haben? Die einen haben dieses Bild im Kopf, eine Frau muss schlank sein, eine Frau muss eine gewisse Körbchengröße in der Brust haben, die Frau muss so und so und so ausschauen. Es gibt Frauen, die schauen aber nicht so aus. Haben sie deswegen einen falschen Körper? Nein. Dann gibt es Frauen, die gerne Fußball spielen. Sind sie deswegen im falschen Körper? Nein. Dann gibt es Frauen, die gerne eher weitere Hosen tragen, die ein bisschen buschikoser vielleicht ausschauen oder die gerne kürzere Haare tragen oder. Es gibt ja ganz viele Arten von Frauen, sage ich jetzt einfach mal. Sind das aber alles Frauen? Nein, jetzt sind es erst einfach mal Menschen, oder? Wir sind ja alle jetzt erstmal Menschen, die einen gewissen Körper haben. Okay, wer sucht sich denn diesen Körper eigentlich aus? Hast du dich das schon mal gefragt? Denkst du wirklich, du kommst auf die Erde und der Körper ist schon vorgefertigt und du hast gar nichts damit zu tun? Denkst du wirklich, jemand hat diese Macht über dich und steckt dich mit dem und dem in den Körper und eigentlich passt du da überhaupt nicht rein? Warum sollte man sowas machen? Warum sollte man dann hier auf der Erde sein mit dieser körperlichen Beschaffenheit? Ergibt es Sinn? Irgendwie nicht. Warum sollte man auf die Erde kommen in einem falschen Körper, um dann erstmal eine Operation vollziehen zu müssen, um dann erst überhaupt richtig zu sein? Weil der Geist ja scheinbar nicht zum Körper passt und die Seele auch nicht. Aber wer sagt, was die Seele überhaupt ist? Denkst du wirklich, dass die Seele männlich ist oder weiblich ist? Warum sollte eine Seele männlich oder weiblich sein, wenn Seele jetzt einfach mal nur ein Energiebündel ist? Warum sollte ein Geist männlich oder weiblich sein? Warum sollte der überhaupt polar sein, wenn die geistige Ebene ja komplett neutral ist? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in deinem Kopf Rebellionen anfangen, weil du denkst, ja, das ist so ein Schmarrn, das stimmt alles überhaupt nicht, das brauche ich mir weiter gar nicht anhören. Aber wäre es nicht wichtig, das alles zu hinterfragen, damit du zu dir selber findest, weil ist es nicht das, um was es dir eigentlich geht? Wenn du die Transition dann vollzogen hast, was erhoffst du dir dann davon? Denkst du dann, du bist stärker? Denkst du, du bist dann mutiger?
Denkst du, du bist dann mitfühlender? Denkst du, du darfst dann gewisse Anteile leben, ausleben, die du jetzt nicht ausleben darfst? Denkst du wirklich, dass du dann gewisse Blockaden plötzlich los bist, dass du dann den Druck los bist, dass du die Zwänge los bist? Denkst du das wirklich? Denkst du das, weil die anderen dir das vorleben, die den Weg vielleicht schon gegangen sind? Woher willst du wissen, dass sie sich innerlich eigentlich nicht ganz anders fühlen, als sie preisgeben? Wer gibt heutzutage schon wirklich preis, wie er sich wirklich fühlt? Es ist wichtig, einfach mal ehrlich zu sich selber zu sein und all diese Dinge mal zu hinterfragen und abzuklappern. Warum sind wir überhaupt hier? Hat die Seele überhaupt ein Geschlecht? Jetzt ist es natürlich so, dass wir hier auf die Erde kommen und es gibt nun mal männlich und weiblich und Frau und Mann. Man kann das einfach mal so stehen lassen, aber man muss sich ja nicht wirklich anpassen. Wer zwingt dich dazu? Keiner. Und selbst wenn du sagst, naja, aber irgendwo will ich dazu gehören, was ist, wenn ich dir sage, du gehörst immer dazu, zur Gesellschaft, egal wie du aussiehst, weil du einfach Teil dieser Erdenfamilie bist, wie wir alle. Und dazu muss man keinem Ideal folgen und man muss auch kein Ideal darstellen. Man darf einfach mal so sein, wie man ist. Und selbst wenn du gemobbt wirst, weil du, und selbst wenn du ausgeschlossen wirst, weil du, denkst du nicht, dass du einfach die Erfahrung machst, weil du gewisse Informationen in deinem Energiefeld hast, die die Situation so kreieren, dass du immer wieder dasselbe durchlebst und dass du deshalb immer negative Erfahrungen machst? Denkst du wirklich, wenn du deinen Körper veränderst, dass du dann diese Erfahrungen nicht mehr machst? Ich kann dir sagen, dass du immer wieder dieselben Erfahrungen in verschiedenen Situationen machen wirst, weil du durch diese körperliche Veränderung definitiv nicht deine Zellinformationen verändern wirst. Denn diese Veränderung findet primär erstmal im Inneren statt. Und das wird sich nicht durch Hormoncocktails verändern. Es mag sein, dass du dich dann wohler fühlst und was anderes ausstrahlst, weil du das Gefühl einfach hervorrufst. Jetzt geht es mir besser, jetzt gehöre ich dazu. Und plötzlich verändert sich dein Außen. Das mag gut möglich sein, dass dadurch eine gewisse Transformation vollzogen wird. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber die tiefgreifenden Verletzungen und das, was deine Seele lernen will, das wird sich nicht dadurch erfüllen und das wird sich dadurch auch nicht verändern. Das heißt, du wirst trotzdem immer wieder Beziehungen anziehen, die toxisch sind. Du wirst trotzdem dieselben Konflikte mit der Mutter haben oder mit deinem Vater haben oder immer denselben blöden Chef anziehen, je nachdem, welche Erfahrungen du immer wieder gemacht hast. Ja? Das wird sich nicht ändern, weil deine Seele gewisse Lernaufgaben mitgebracht hat und die ist weder männlich noch weiblich. Du hast gewisse Qualitäten mit auf die Erde bekommen. Ja, die hast du mitgenommen. Und deine Talente sollst du zeigen, du darfst sie leben. Du darfst mitfühlend sein, du darfst stark sein, du darfst mutig sein. Du darfst sein, wie du dich fühlst, wie du bist. Du musst aber deswegen den Körper nicht verändern. Und wenn du deinen Körper veränderst und dich für Operationen entscheidest, sollte sich für dich im Nachgang die Frage stellen, jetzt habe ich mir die Brüste entfernen lassen. Was habe ich mir dadurch entfernen lassen? Waren es wirklich die Brüste oder das, was du mit der Brust verbindest? Vielleicht hast du dann einen Penis, der, man kann es ehrlich gesagt gar nicht Penis nennen, sondern etwas, was dann da ist und du hast vielleicht dann das Gefühl, jetzt bin ich, jetzt bin ich stärker oder jetzt, was auch immer du damit für ein Gefühl haben wirst oder hast oder ja, es ist wichtig, sich nach der OP dann trotzdem nochmal Gedanken darüber zu machen, so, wie fühle ich mich denn jetzt? Und warum habe ich das gemacht? Warum fühle ich mich jetzt überhaupt so? Warum konnte ich mich davor nicht so fühlen? Welche inneren Verletzungen haben mich dazu gebracht, diesen Weg jetzt zu gehen? Und warum muss ich erst eine Operation durchleben, damit ich mich jetzt überhaupt so fühle? Und glaub mir, wenn du dir die Brust entfernen lässt, wirst du so viele Energiebahnen beschädigen, dass sich das dann auf dein zukünftiges Leben
auswirken wird. Du wirst irgendwelche Symptome bekommen, denn der Körper merkt sich nun mal alles, weil unsere Zellen wie Festplatten sind. Und schlussendlich ist es so, dass du dann dir selber etwas wegnimmst. Ja, vielleicht fügst du dann etwas wieder hinzu. Aber ist es dann ein natürlicher Vorgang? Nein, es ist ein künstlicher Vorgang. Und könnte man das vielleicht sogar mit etwas anderem in Verbindung bringen? Künstliche Intelligenzen, Transformation, Transition, Transgender. Irgendwie glaube ich, wenn man mehr in diese Materie eintaucht, dass man dann anfangen kann, die Zusammenhänge zu erschließen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was man während der Transition machen sollte, davor machen sollte und trotzdem danach auch noch machen sollte, um vielleicht wirklich dann mal schlussendlich zu sich zu finden und den Weg der Heilung zu gehen. Ich hoffe, dieses Video hat dir wieder mehr Erkenntnisse gebracht und du kannst mit den Fragen auch was anfangen. Ich wünsche dir jetzt fürs neue Jahr ganz viel Kraft, Mut, Klarheit und Wahrheit. Und ich freue mich, wenn du dich dafür entscheidest, immer mehr zu dir zu finden. Bis bald!